back from the dead. Sonntag, der 17. März 2019. Willkommen zur neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Und am Anfang erstmal grüßt, holy fuck, wer grüßt? Tamino, Vega, Starlord, Secret Moin, der Nox, Skyfighter, Luki, Nutty, No Name, Suicide, Spielerboss. Und wen haben wir hier noch? Secret Refco. Und ich würde sagen, wir schauen mal direkt in den Shop rein, denn wir haben heute jede Menge neuen Stuff drin. Also, angefangen auf der linken Seite. Wir haben nochmal Kuno am Start und für 1500 V-Bucks. Und wir haben auf jeden Fall auch nochmal Kenji am Start für 1500 V-Bucks. Ist schon eine Menge auf jeden Fall. 1500 V-Bucks geht aber hier klar, muss ich ganz klar sagen. Genauso wie Quickstrike für 500. Finde ich auch absolut geil. Absolut Hammer. Habe ich mir auch gestern gegönnt. Der Sound alleine ist richtig nice. Leider kein Gleiter dazu. Ja, und dann kommen wir schon zu was komplett Neuem. Und zwar den Lucky Rider. Für 1500 V-Bucks haben wir den Lucky Rider drin. Absolut nice. Ist natürlich ein Reskin sozusagen von bestehenden Skins, die wir schon hatten. Also das darf man natürlich nicht vergessen. Kommt hinten mit Rainbow Clubber dabei. Oh, das wäre auch geil, wenn man das einzeln kaufen könnte, muss ich auch ganz klar sagen. Ist ein cooles Backpack, passt natürlich jetzt perfekt zum St. Patrick's Day. Auch mit diesen Goldakzenten und so weiter. 1500 V-Bucks, richtig nice. Passend dazu gibt es noch den Emerald Smasher für 800 V-Bucks. Auch richtig nice, muss man sagen. Also 800 V-Bucks und hier 1500 V-Bucks. Kann man sich schon mal gönnen. Kann man sich auf jeden Fall schon mal gönnen. Ja, dann geht's weiter mit Sergeant Green Clubber. Die habe ich mir damals geholt. Die ist wieder drin. 800 V-Bucks. Wer sie nicht geholt hat, sollte auf jeden Fall zuschlagen, denn ich denke mal, die werden wir nur einmal im Jahr sehen. Also das macht so irgendwie Sinn, muss ich sagen, zum St. Patrick's Day. Und auch cool, dass das jetzt irgendwie auch so ein bisschen ergänzt worden ist, dass wir da jetzt noch zusätzliche andere Sachen sehen. Aber richtig nice auf jeden Fall. Und passend dazu Pot O' Gold, was sogar ein bisschen teurer ist als der Skin eigentlich. Also zusammen ist man da bei 2000 V-Bucks, was ich schon ein bisschen heftig finde. Aber trotzdem krass, passt auf jeden Fall gut zusammen. Auch der Sound. Ja, der Sound ist auch richtig nice. Also wer da was Passendes zusammen haben will, 2000 V-Bucks, cooles Set auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir machen mal direkt mit den neuen Sachen weiter. Und zwar mit Lucky. Lucky Rap ist da für 300 V-Bucks. Und das finde ich auch schon mal richtig geil. 300 V-Bucks ist da schon mal ein ordentlicher Preis. Nicht so wie dieses Pet-Ding, was viel zu teuer war. Wir gehen mal hier durch, wie das Ganze dann aussehen wird. Kleeblätter auf jeden Fall in goldener Farbe drauf und auch in grüner Farbe drauf. In so gelb. Ah, oh, das ist schon geil. So gold, grünlich gemacht. Also wer darauf steht, richtig nice. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal sowas in der Art und Weise hatten. Ich glaube nicht. Die Farbkombi hatten wir noch nicht. Passt natürlich perfekt dazu, muss man sagen. Richtig nice. Auf der Sniper sieht das gut aus. So vorne immer so ein bisschen grünlich gehalten und so. Ah, hier sieht das auch richtig gut aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Also, 300 V-Bucks und geht auf jeden Fall klar. Weiß noch nicht genau, ob ich mir das holen werde. Schauen wir mal. Dann haben wir Lucky Coins für 200 V-Bucks. Und das ist ein Backpack wieder. Ich kann nicht leider nicht so richtig ranzoomen irgendwie. Aber ist wieder ein neues Backpack, was man einzeln kaufen kann. Das schwebt so ein bisschen. Ihr erinnert euch an die Disco-Kugel. Bei der ist das auch so ein bisschen so. Leider nicht reactive oder sonst irgendwas. Schade. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht fliegen da hinten so ein paar Coins raus oder so, wenn man rumläuft. Kann ja gut sein. Aber ansonsten leider keine Info dabei. Aber gehört zum Green Clubber Set. Ich denke mal, das werde ich mir auch gönnen. Dann haben wir das halt auf jeden Fall schon mal ein bisschen completed, würde ich sagen. Dann kommen wir direkt zum nächsten neuen, und zwar, wie viele neue Sachen wir drin haben. Raining Doubloons, 500 V-Bucks. Ihr erinnert euch ja an, ja, die Scheine im Club schmeißen sozusagen, den Emote. Wir haben jetzt was Neues, und zwar sowas Ähnliches. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Diesmal nur mit Kleingeld wird rumgeschmissen, 500 V-Bucks. Und der Bass ist auch so ein bisschen heftiger gemacht worden. 500 V-Bucks dafür. Also könnt ihr euch auf jeden Fall ein richtig geiles Set zusammenstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig nice. Ja, kommen wir zum nächsten. Wir haben die Spectre Eggs drin für 800 V-Bucks. Die finde ich immer noch ziemlich slick, muss ich sagen. Ist ein geiles Harvesting-Tool auf jeden Fall. Und war zuletzt vor 29 Tagen im Shop drin. Dann haben wir Step It Up. 500 V-Bucks passt natürlich auch perfekt dazu. Sollte man sich gönnen auf jeden Fall, wenn man sich das andere Set holt. Also wenn man so komplett auf Irig geht, dann sollte man sich das eventuell auch holen, muss ich sagen. Ich schau mal ganz kurz, wann das zum letzten Mal im Shop war. Vor 94 Tagen war es zuletzt im Shop. Übrigens, damit nochmal die Info da ist, Sergeant Green Clover 341 Tage zuletzt im Shop gewesen. Und Pot O' Gold ebenfalls. Und dann kommen wir zu dem letzten, und zwar Reckon Specialist für 1200 V-Bucks. Die geht so ein bisschen unter heute durch diese ganzen neuen Sachen, die wir drin haben. Zuletzt vor 21 Tagen drin, also auch noch nicht ganz so lange her. Also, richtig krasses Stuff, den wir heute drin haben. Ich muss sagen, ja, mein Highlight, boah, wo geht mein Highlight heute hin? Ich weiß, bin mir gar nicht sicher. Also ich muss sagen, der Lucky Rider ist für mich einfach nur so eine Art Reskin-Model, was wir schon mal hatten. Trotzdem nicht schlecht, den werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr wiedersehen oder vielleicht erst in einem Jahr oder so. Trotzdem feiere ich den nicht so ganz. Sergeant Green Clover auf jeden Fall. Ich würde mal sagen,
sagen, da geht mein Highlight auch hin. Könnt ihr mal reinschauen, was euer Highlight heute ist an dem besonderen Tag. Und dem ganzen Shop gebe ich heute tatsächlich mal eine 9 von 10, denn wir haben Sergeant Green Glover wieder drin. Wir haben den Lucky Rider drin mit seinem Harvesting-Tool komplett neu drin. Wir haben Raining Doubloons komplett drin. Wir haben Lucky drin und wir haben Lucky Coins komplett neu drin. Also viele neue Sachen am Start, Sachen, die sehr, sehr lange nicht mehr drin waren. Und wir haben immer noch natürlich dieses Ninja-Set drin mit Kuno und Kenji mit passendem Harvesting-Tool. Also 9 von 10. Krasser Shop auf jeden Fall. Schreibt mal rein, was ihr im Shop geben würdet. Und wie immer, Leute, wenn ihr irgendwas im Shop kaufen solltet, nutzt gerne meinen Creator-Code VanSnipes. Lasst gerne einen Sub da, lasst auch gerne ein Like da, würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.